Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Counter-Strike Global Offensive Overwatch auf der Map Inferno. Es steht 6-0 für die Terroristen. Unser Suspect hat hier einen Knife. Hat 10 zu 4 Stats. ...40% Kopfschussrate. Mal schauen, was hier so abgeht. Okay. Und die CTs holen die Runde. Echt krass, die T's führen 6 zu 0, haben keine Kohle. Aber okay. Der CT steht am Spot. Es sieht schon leicht nach Wallhack aus. Die Runde geht wieder an die T's. Die CT spielen ein ganz komisches Setup hier. Eine CZ, eine Swag 7, eine UMP, eine Tiger, eine AK. Okay. Ich frage mich, welcher Rang das hier ist. Hier wird er permanent geforst. Den hat er.
Ja, fast. Aber da hat er schon ein bisschen durch die Wand gepiekt, der Junge. Okay, den hat man gehört. Ich weiß noch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Es sieht eigentlich alles recht legit aus. Bis auf ein paar Peaks, wo ich mich frage, warum macht man die? Bibliothek hat man gehört, hat gesteppt. Und bekommt ihn noch. 3 AWPs. Alles klar. Schön abgewartet. Also ich sag hier, legit, es kommt halt blöd rüber, wenn man mit einem Knife cheatet. So dumm sind, glaube ich, die wenigsten Menschen, auch wenn es solche gibt. Boom. Na, Halleluja, da geht's zu mit den Nades in der Mitte.
Okay. Ich glaube, der Junge ist doch ein bisschen am Wallen. Okay, der war schön. Und das war auch die letzte Runde. Nein, ich gebe aber auf jeden Fall erstmal legit. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Kommentar, Like oder Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.